Hallo? Ach so, ich hab's leise gedreht. Mach doch mal laut. Willkommen bei Fahrradio. Heute ist Dienstag, der 12.10.2021, 21.50 Uhr. Ich bin Hans. Und ich Thomas. Hui, hoppla. Und abgelenkt. Und das hier ist Folge 167 mit dem Titel News Break. Dringender Produkt- und Business-Update, oder? Achso, ich dachte, der Titel ist Van Mofa. Kommt noch. Oder das ist der Titel. Oder spoilert es zu arg. Na, jetzt ist zu spät. Schon nein, gespoilert. Okay. da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dass wir das als Titel nehmen können. Machen wir vielleicht. Ihr, liebe Hörer, also wenn ihr uns, ihr werdet ja dann sehen, was im Titel drin steht. Oder ihr habt es quasi schon gesehen, wenn ihr diese Folge hört. Ne? Mhm. Womit wir tatsächlich beim Van Mofa sind. Ne? Heute. Das ist ein witziger Name, den wir uns ausgedacht haben. Ah, den habe ich mir ausgedacht. Bitte. Ja, okay. Ich, Hans. Mhm. Ja? Ja, also du, damit Sheldon. So. Nee, also Props to you. Du hast dir den ausgedacht. Alle Rechte an dich. Ja, kannst teuer verkaufen. Ja, also wenn Van Moof zu dir kommt und sagt, oh, Van Mofa, viel besser. Passt. Ich guck mal in meine Mail, da ist aber noch nichts drin. Segel. Also, vor 5 Stunden jetzt, 17 Uhr bis 22, Thomas. 5 Stunden wurde das Funmove 5, oder pass auf, vor 5 Stunden wurde das Funmove 5 aka V, ich weiß gar nicht, ist es V oder 5? V, wie, wie, so wie, ja, präsentiert bei einem Reveal-Event. Und jetzt hören wir Carlain Machildon oder so, die für die Öffentlichkeitsarbeit bei Van Moof zuständig ist mal, ja? Wir gucken uns nämlich jetzt das Veröffentlichungsvideo an, zusammen und reagieren darauf, okay? So machen wir das, ja. For the first time, Van Moof in a new, faster e-bike category. One that will redefine what you thought an e-bike was capable of. It's a step we hope will change the face of the roads we all know so well, forever. Stopp. Du hast ja ein bisschen unnützes Blabla übersprungen, oder? Kann das sein? Ja, sollen wir nochmal, willst du noch mehr hören, was sie erzählt? Nee, eigentlich nicht, weil, ja, was hat sie schon groß erzählt? Also wir haben ja den Live-Event gesehen, der jetzt, ja. wo die einen oder anderen gesprochen haben. Und jetzt spricht sie wahrscheinlich, vorher spricht sie wahrscheinlich über Van Moof an sich und seit 2009 und so. Also ein bisschen hat sie History gar nicht oder so, oder? ...and intentions behind this project. And we welcome industrial designer Mario Landon to walk you through the details of this game-changing bike. Es ist ein game-changing bike. Na? Sagt sie. Through the details of this game-changing bike. Stopp. Wir haben es ja noch nicht gesehen quasi. Also wir wissen, es ist nicht game-changing, aber wir haben es noch nicht gesehen. Deswegen hören wir es immer mal zu. Ne? Okay. Cities are great, but as they become bigger and busier, people are ready for better ways of getting around. With billions recently invested in bike lanes, cities are starting to give more space back to people and nature. And people are adapting to new ways of transportation, and they're calling for alternatives that are cleaner, smarter,
and get you around even the biggest cities faster. And that is what we've set out to do, to introduce a bike that ushers in the future of city mobility, one that changes perceptions and behavior, a bike that we believe can become the new default for city travel. It's my absolute pleasure to share with you for the first time VanMoof in a new, faster e-bike category, one that will redefine what you thought an e-bike was capable of. It's a step we hope will change the face of the roads we all know so well forever. Ja, große Worte, ne? Also die haben ja viel vor. Ja, ein faster E-Bike. Okay, also das bedeutet über 25. Ja. Okay, schauen wir mal weiter. Also jetzt kommt ganz viel Animation und so, ne? Ja, man sieht schon, die haben eine große Lampe vorne hingemacht. Aha. Beyond the City steht hier. Beyond Electric. VanMoof V. Also von vorne sieht es tatsächlich aus wie ein Mofa, oder? Ja. Und also man sieht auf den ersten Blick, das Ding ist noch nicht existent. Ja, ja, Ich habe ja die Pressebilder geschickt bekommen und die heißen Project V Product Realistic Renders. Na gut. Wenn man dort so realistisch rendert, für den Haufen Geld, den sie eingenommen haben. Aber ich will nicht lästern. Wie, findest du nicht gut gerendert? Nee. The VanMoof V is our first hyperbike. An e-bike. Hyperbike also, ist es also, übrigens, es, ne? Naja, also es ist okay, aber vielleicht war es. Naja, okay. Egal. So, jetzt kommt Thies Carrier, das ist einer der. Das sind ja Brüder, die Gründer. Einer heißt Thies und der andere heißt Taco. Und jetzt kommt Thies. The VanMoof V is our first hyperbike, an e-bike dedicated to higher speeds and longer distances. With it, we are redefining an untapped category in e-mobility. The V will be added to our product lineup next to our S and X series. As far as design goes, the V will be a statement in itself, building on the bikes we've been developing since 2009 and evolving every single detail, from the frame to the tires to all the technology. The VanMoof V is more than a high-speed bike. It's uniquely built to give you more freedom to move around even in the biggest cities, faster and with more ease. I predict this new type of high-speed bike can fully replace scooters and cars in the city by 2025. Was meinst du? Macht es Roller überflüssig? Oder wird es Roller ersetzen? Nein. Also, dieses Rad nicht. Die Kategorie vielleicht, aber dieses Rad nicht. Ja. Wir können auf die Kategorie, ich weiß nicht, da können wir später vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Ja, weil es kommen ja noch ein bisschen mehr Infos. Also ja, wenn man, ich habe mir nämlich da ein paar Gedanken zu gemacht, aber ja. Machen wir mal weiter, ja? Man muss dazu sagen, ich glaube, Thies lebt in Taiwan. Von daher kennt er sich schon ein bisschen aus mit Ländern, also mit Rollern zum Beispiel, ne? Ja, aber dann müsste er ja auch wissen, dass Gogoro jetzt in China eine Firma gegründet hat, um dort das Wechselsystem für Akkus einzuführen. Ja, ja. Und dieses Fahrzeug hat zumindest zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen Wechselakku. Also, machen wir mal weiter. Machen wir weiter.
It will be the most efficient and comfortable way to get around and beyond places like London, Tokyo and LA. Whether it's your daily commutes or trips beyond the city, this bike will take you anywhere further and faster. And to show you what's behind the design, I'm going to pass you over to one of our industrial designers on this project, Marjolein Deun. Aber hey, cool gemacht, eigentlich schon, ne? Während der Pandemie jetzt, also ich weiß nicht, guckst du ab und zu so Produktpräsentationen? Hans? Sprich, ja? Nee, wenig, ganz wenig. Also, weil es ist ja, Apple zum Beispiel haben ja jetzt während der Pandemie haben sie ja ihre Produktneuvorstellungen machen sie immer als Filme quasi, ne? Und dann wird immer weitergegeben an die Nächste oder den Nächsten, der jetzt für irgendwas zuständig ist. Und das macht jetzt Thies eben, indem er an die Designerin weitergibt, ne? Ja, das kennt man so ein bisschen von den Keynotes her schon. Ja, genau. Also jetzt von Apple und... Designing this bike was a chance to take the learnings from our current models, the S and X3, also die and develop a bike to go Marjolein. Beyond the capabilities Marjolein of what we have previously seen. Ja. The Venmove V will be our first two-wheel drive. Okay, Zweiradantrieb, das ist ja schon mal... Da haben wir vor... Weiß ich nicht, wie viel Sendungen mal drüber gesprochen haben. Das dürfte Weihnachten rum hier sein. Das ja. war das Allradrad. Und es gab ja mal eine, vor nicht allzu langer Zeit, es dürften so 4 Jahre her sein, ungefähr, da ist ein großer Automobilzulieferer, hatte damals ein Allradsystem vorgestellt. Mhm. Also quasi dasselbe System. Das waren also keine Ketten- oder Kardanübertragung nach vorne, wie das dieses alberne Ding hatte, wo wir uns mit beschäftigen ja. mussten, weil wir wollten. Aber also das hatte auch einen Frontmotor und einen Heckmotor. Mhm. Also selbes Setup und an sich keine schlechte Idee, so ein Allrad. Nee, machen wir mal weiter. Und, ach so. Und ja, und bei Roland zum Beispiel sind ja Nabenmotoren oder Radmotoren Standard. Ja, da gibt es ja von Bosch auch einen, ne? Ja, der Bosch ist sehr populär bei Gogoro oder Uno oder Niu. Naja, und alle E-Scooter. Haben ja quasi Nabenmotoren. Und es gibt auch E-Scooter jetzt, ich glaube... Was so du meinst die Birds, Tiers etc.? Ja, genau. Ja, klar. Hm. Und es gibt auch welche, also jetzt von denen, die man leihen kann, nicht, aber es gibt auch welche, die du kaufen kannst, die 2 Motoren haben. Wie Front? Also Allrad? Ja. Mhm, okay. Ich habe nur neulich diesen Ninebot angeguckt mit den 3 Rädern, der alleine fahren kann. Aha. Hat mir ein bisschen Angst gemacht, wenn ich auf die Straße laufe, dann kommt so ein scheiß Ding angefahren. Ich meine, du weißt, ich mag sie nicht. Ne? Ja. Aber wenn er dann angefahren kommt auf dem Gehweg mit seiner Kamera und alles checkt. Aber egal. Also wir sind jetzt nicht bei Roland, sondern wir sind bei eigentlich hier dem Zweirad-Tesla, sagen wir mal so. Genau. Ja, und das ist ja auch der Anspruch von Tesla, ne? Von VanMoof, ne? Motors instead of one gives the V more power and acceleration than anything that has come wow. before it. The intelligent motor control enhances traction for safety and performance. This means you will have grip and speed no matter the road conditions you face. It will feature front and rear suspension, thicker tires, and a robust frame. The VanMoof V is made for more comfortable and longer distance riding than your average e-bike. And of course, the V will be packed with our latest signature VanMoof tech. This will make it the smartest bike on the road. It will have our next generation turbo boost, kick lock for keyless locking,
automatic gear shifting, and theft defense. These are much loved features of our current bikes, and we're further optimizing them for an even smarter, more seamless rider experience. Muss man mal gucken, wenn die jetzt hinten einen Motor drin haben, wie sie die Schaltung dann unterbringen. Ne? Also es gibt's so Nabenmotoren mit Schaltung drin? Nein. So Zweigangschaltungen gibt es, glaube ich, oder? Ja, aber die sind normalerweise, also es gab solche Motoren mit SRAM in Zusammenarbeit. Das Smart E-Bike hatte so einen Motor. Mhm. Und momentan ist es so, dass die eher vorne im Tretlager dran sind. Also da gibt's so ein, es gibt so belgische Räder, die vorne eine Dreigangschaltung haben, für den Nabenmotor. Pinion natürlich, aber Pinion kostet ja viel zu viel Geld und ist auch nicht automatisiert. Also ja, und der Größe nach zu urteilen, kann da keine Schaltung drin sein. Ja, okay. Vielleicht hat es auch keine. Ja, die hat er gesagt, das hat eine automatische Schaltung. Und den der Turbo Boost ist nochmal verbessert worden. Es kann natürlich auch sein, weil das ganze Ding, wie wir hier sehen, ist ein Rendering. Und es muss, kann durchaus sein, dass die Narbe, die jetzt da in dem Rendering ist, im wirklichen Leben ein bisschen anders aussieht. Also, ja. Machen wir mal weiter, Marlein. Riding a high-speed bike should feel as natural as possible, so that the rider and bike move as one. The key design challenge was to keep the enjoyment of riding a bike while adding the benefits of more power and speed. Looking at the profile, you can see we added sharper lines to the tube shapes to enhance contrast and keep the overall design sleek. We evolved the front light design and are introducing a new dynamic shape as the top tube curves down to reveal the integrated rear suspension. Together, this gives the V a new iconic VanMoof silhouette. Mir gefällt ja das S, also die S-Modelle finde ich ja sehr gelungen. Also vor allem das S2 mit dem glänzenden Lack, habe ich ja irgendwann schon mal erzählt, weil das schon leicht gedrungen aussieht und sowas wie Kraft auch ausstrahlt. Die aktuellen matten Farben tun das nicht so, finde ich. Also gleichzeitig ist es bei dem ein bisschen zu arg, vielleicht. Also das spielt so ein bisschen, das ist ein sehr männliches Rad, finde ich. Also so eine, hat so was Maschinenhaftes. Also ich sehe bisher noch nichts Ikonisches an dem Rad. Vorne sieht es ein bisschen aus, nicht ganz so gut wie Vega. Also wie die Franzosen mit dem eckigen Lenker. Moustache, genau. Ja, Moustache hat es eleganter gelöst. Moustache hat natürlich auch leichter, die müssen keine so fette Leuchte unterbringen. Und die hier, also diese, es ist natürlich schwierig von einem ikonisch, also einfachen Rad, wie das klassische VanMoof eigentlich aussieht, ja, von die ursprüngliche Einfachheit, die das erste VanMoof hatte, also das noch ein Bio Non-E Bike war für 500 € damals. Die Form hatten sie ja übernommen. Dazwischen gab es mal irgendwelche Dinger mit Löchern drin für Schlösser und was weiß ich. Bis dann S2 kam, das eine sehr schlichte Form hat und irgendwie, auch wenn man Sachen trotzdem bemängeln kann, wow war. Und dann ja. S3, wow, weil tausi billiger und plötzlich für jeden erreichbar. Also der Preis ist ja schon auch VanMoof. Und der ist ja bei dem auch eine Ansage, ne? Ist es auch, klar, kommt noch, aber
Ja, die Features, die das Rad jetzt hat, da muss ich ehrlich sagen, da ist ein Stromer ikonischer. Ja, stimmt, ja, geht ein bisschen, geht auch ein bisschen in die Richtung, die dicken Reifen und so ist ein, ja, Stromer. Also, und Stromer ist ja eigentlich das Ur-Hyperbike. Mhm. Weil in der Schweiz eh schneller gefahren wird. Und, aber da kommen wir vielleicht noch dazu. Also, wo waren wir? Wir machen mal weiter. Also, ikonisch und bin ich noch nicht dabei. Also, es sieht nichts gegen Marjolein. Ich weiß nicht, was sie gestaltet hat am Rad, aber mir macht es gerade noch einen studentischen Eindruck. Wie wenn man das auf irgendeiner Plattform sieht, also wo Studenten ihre Sachen veröffentlichen. So sieht's aus. Naja. Also ist nicht schlecht. Aber. Ja, also bei Twitter haben sich schon Leute beschwert, dass es so ein bisschen sehr in Richtung Motorrad geht auch. Ne? Kann man ja machen, aber dann muss es halt gut sein. When we first started imagining what the V could become, we very soon agreed it's about a whole new approach to how we use the roads. The VAMO V will have integrated speed setting to match your country regulations. However, this bike has the technology and capacity to hit speeds up to 60 km per hour or 37 miles per hour. As it stands, local regulations across the world kept the top speed of this category, but on the long term needs much bigger thinking. In our vision, current policy is limiting the adoption of this type of transportation. We're calling for policies designed for people instead of cars. Da müssen wir nochmal drüber reden auch. Diese Geschwindigkeit, also der, Das ist ja ein Ding an dem Rad, dass es also sie möchten ja, dass die Geschwindigkeit sich anpassen lässt, beziehungsweise über Geofencing dann angepasst wird oder sich automatisch anpasst. Jetzt muss ich mal kurz was gucken, wer das geschrieben hat. Gibt es da Kommentare dazu, oder? Nee, da nicht, aber der Tease, also erinnerst du dich, dass letztes Jahr einige Van Moof in Berlin angehalten worden sind und aus dem Verkehr gezogen worden sind, weil sie zu schnell waren? Ja. Und daraufhin hat der Tease eben einen Artikel oder einen Beitrag veröffentlicht, in dem er sich dafür ausgesprochen hat, dass neue Regelungen eingeführt werden. Er ist nicht zufrieden mit den aktuellen Regeln. Genau. Das sind einige nicht. Also ich auch nicht. Ich würde mir auch 30 wünschen für diese Räder. Aber ich weiß nicht, ob ich mir 62 wünschen will. Ja, gucken wir mal weiter. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. That's why we work with city governments to explore geofencing and push for modernized speed regulations. In cities such as Paris, New York and Berlin, we're already seeing the positive action being taken to get more bikes on the roads, opening more bike lanes and reducing the speed and spaces for cars. With this in mind, we are creating the technology to take the next step in reversing car-first mentality. The VAMO V will be a bike that embodies how we see our future and what cities can become. And I cannot wait to be on this ride together with you. Also ich bin bei Thies, stopp, ich bin bei Thies, wenn es darum geht, dem Fahrrad mehr Raum zu geben und mehr bessere Radwege und alles, vollkommen klar. Und dass also, sie da mit den Städten zusammenarbeiten oder so. Ja. Lobbyarbeit ist gut, was das angeht, aber also
können sie auch machen. Also in der Lobbyarbeit war bisher die Autoindustrie groß. Und da hat Van Moof natürlich einiges geschafft, auch dieser Skandal, sage ich mal, mit ihrem Video, das in Frankreich verboten wurde im Fernsehen, wo ein Auto geschmolzen ist, glaube ich, oder wie war das? Oder? Ja, irgend sowas. Ja. Finde ich okay. Sollen sie machen. Das, für eine gleichberechtigte, nicht autozentrierte Zukunft. Ja. Die sind ja nicht allein mit ihrer Idee, ne? Also, nee, weiß Gott nicht. Erst vor kurzem hat ja BMW auch ein Fahrzeug vorgestellt, das Vision BMW iVision MB. Erinnerst du dich auf der, wie heißt diese Messe? IAA Mobility? Haben sie das war vorgestellt? Das, was Cube jetzt produziert? Nein. Das Dreirad oder das kleine Moped? Den Roller? Nein, den Roller, den, warte mal, ich zeig's dir mal. Kleinen Moment. Wo haben wir es denn? Da muss ich den Tab kurz die zwei Dudes, die gucken jetzt auf den Bildschirm. Ja, die Höris hören zu. Ja, also BMW hat sich aber auch beschwert, auch zu Recht beschwert, über die aktuelle Gesetzgebung. Ja, ein bisschen weinerlich. Oh Gott, ja, ne? Oh Gott, dieses Ding, ich habe es gesehen, ja. Ja, ich erinnere mich. Ja, ich hatte schon wieder verdrängt. Das ist, Entschuldigung, aber das ist glatt hinten runtergefallen. Ja, ja, aber dahinter steckt eben diese Idee, dass ein Fahrzeug, was ja eigentlich auch eine schlaue Idee ist, grundsätzlich, dass quasi ein Fahrzeug sich über Steuerung von außen an Gesetze, an Regelungen anpasst, die gelten. Ab 2022 ist ja dieses, hab vergessen, wie es heißt, Intelligent Speed Assist oder so, EU-weit für Neufahrzeuge vorgeschrieben, also Kraftfahrzeuge, für PKW. Autos. PKW, ja. Sprich, über Geofencing beziehungsweise Straßenschilder soll sich das Auto automatisch an die geltenden Geschwindigkeitsvorschriften halten. Und das geht ja. Da fahre ich doch lieber Bus. Wieso? Das ist super praktisch. Hey, ich war kürzlich. Ja, natürlich ist es. Ach so, aber bei den Autos kannst du es mit einem festen Druck aufs Gaspedal über overriden. Wie heißt das auf Deutsch? Ah, wie sagt man das auf Deutsch? Also kannst du es quasi deaktivieren. Okay. Ja. Und dann gibt es ja noch Canyon, du erinnerst dich, letztes Jahr mit diesem Mobility-Konzept. Auch. Ich erinnere mich, ja. Also da war es, das ist dieses Liegerad mit Deckel drüber, quasi so ein Podbike, das auch außerhalb der Stadt zum Beispiel auch, glaube ich, 60 Sachen fahren sollte, um auf der Landstraße unterwegs zu sein. Und dann in der Stadt stellt man es um auf 25 Pedelec-Geschwindigkeit, dass du auf dem Radweg fahren kannst. Und ja, ist halt, muss man irgendwie in Gesetze gießen oder Fahrzeugklassen erfinden. Es kommt ja, ich meine, da sind wir wieder bei der Sache, dass auf Fahrradwegen Fahrräder rumfahren oder Fahrzeuge rumfahren, die auf Fahrradwegen eigentlich nichts mehr verloren haben. Ja. Cargo-Bikes etc. Gehen wir mal zurück zu unserem
Video. Genau, weil jetzt wird ja mehr erzählt auch noch. Ja. The Van Move V jetzt kommt will Taco. Be designed to shrink even the biggest cities. The V is still in development. Over the next period, we'll be working hard behind the scenes to complete the design, engineer the details, and get the bike ready to begin deliveries by the end of 2022. Okay, er spricht. Was denn? Wo sind die Reifen her? Er hat ja schon gesagt, die haben eine andere Fertigungstiefe, die machen alles selbst. Also, good luck to you, Taco. Wenn man alles selbst macht, ist natürlich einfacher mit den Zulieferern, okay. Ja, also die haben ja, was heißt alles selbst? Also die haben ja, die haben zumindest über die, also anscheinend über die letzte Zeit ziemlich enge Verbindungen aufgebaut. Und ja, da ist ja auch nichts dran an den Rädern, auf denen irgendein Produktname steht oder so, ne? Wo du dich bei anderen drüber ärgern musst. Oh Mann, wären das nicht gegangen, die Felgen nicht zu beschriften, zum Beispiel. Kürzlich habe ich irgendeinen Rad gesehen, das hatte total bunte Felgen, alles vollgeklebt, aufgeklebt, fast so wie so ein Intel-Notebook auf den Felgen drauf. Aber sie wollen ja, die wollen jetzt auch quasi mit dem Rad auf die Straße, ne? Ja, genau. Was ja jetzt deiner Vorstellung dann wieder zu deiner Vorstellung passt, also geht auf die Straße, weil das ist eine andere Geschwindigkeit. Ne? Allerdings musst du dann auf der Straße halt auch einen Helm aufsetzen und brauchst Rückspiegel zum Beispiel, die an diesem Rad nicht dran sind, solche Sachen. Also es wird dann schon moppetiger, also Mofa-mäßiger aussehen. Ja, da fehlt einiges noch. Da fehlen die Rückspiegel. Die Parkstütze fehlt sowieso. Okay, das ist okay. Und das Nummernschild, also es sind natürlich Kleinigkeiten erstmal, die da fehlen. Ja. Die Hupe und alles. Kriegen die schon noch hin. Jetzt bei der Fertigung, also die haben jetzt seit diese S3 gibt, also die haben ja unheimlich Probleme auch gehabt. Ne? Also die tauschen ja auch dauernd aus. Also wenn man sich in Van Mofa-Foren so umguckt, was für BMW die Beamer sind da die Mofa. Wenn man sich da so umhört, also gefühlt, aber das ist natürlich auch so, dass sich Leute, die keine Probleme haben, da auch nicht melden. Die haben schon viele Probleme. Verbogene Räder, also vom Transport kaputt. Und dann gehen irgendwie diese Cartridges, die im Oberrohr drin stecken, mit dem Computerkram gehen kaputt. Andererseits, also was... Ich glaube, einen großen Teil ihrer Investitionen haben sie jetzt quasi in Support gesteckt. Also in Köln. In Köln gibt es einen Laden und überall kannst du hingehen und die Räder reparieren lassen. Mhm. Und das, ich weiß nicht, wie es bei Tesla ist, aber das ist so ein bisschen wie bei Apple, ne? Also wenn du mit deinem Apple-Produkt ein Problem hast, dann hast du jemanden, der sich um das kümmert. Und das machen die auch. Gut, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber das bauen die aus. Ne? Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben bei der irgendwie in unserem Eurobike Recap. Auf der Eurobike hat Brose, ne, die mit den Motoren, die haben eigentlich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie einen neuen Motor vorgestellt haben oder so. Aber der Verantwortliche von Brose hat quasi zur Eurobike was Neues vorgestellt, nämlich dass sie ganz stark in Support investiert haben. Ja. Dass sie Händler unterstützen, dass sie Endkunden unterstützen, dass du immer weißt, dir wird geholfen. Ne? Und das hält dann die Leute auch dran. Und das geht auch besser, wenn du das dann, so wie Taco da eben sagt, in deiner Hand hast, ne? Und das ist jetzt unabhängig davon, was für eine Art von Fahrzeug ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, wenn du ein
Ich meine, wenn du einen Mercedes kaufst zum Beispiel, dann hast du ja auch immer einen Ansprechpartner, ne? Oder wenn du das ist wie bei einem Auto. Du kaufst ein Auto und dann hast du einen Ansprechpartner, oder? Keine Ahnung. Schon lange kein Auto mehr gekauft. Aber also da kommt es auch darauf an, wie du das Ding kaufst. Und natürlich, wenn du das irgendwie bei einem Vertragshändler kaufst. Und du hast ja dann auch so Mobility-Cards auch von Mercedes. Ja, ja. Scheckheft BMW, ist das sonst wie. Ja, das Scheckheft ist das eine. Das Scheckheft, da ist ja dann drin, dass du das Ding ordentlich warten lässt, weil sonst deine Garantie verfällt und du Ärger kriegst. Und, also, dass du sämtliche Diagnosen machen lässt, die vorgeschrieben sind und Kundendienst quasi. Aber das andere ist so ein Mobilitätsdienst, wo du halt dann anrufen kannst am Wochenende, wenn du irgendwo stehst und deine Karre ja nicht mehr läuft. Solche Sachen. Und dir wird dann geholfen. Die arbeiten mit, was weiß ich, mit dem AVD, ADAC oder sonst irgendwas da zusammen. Wie auch immer. Sollen wir mal hören, was der Taco doch zu sagen hat? Auf jeden Fall. Bike with the S and X3, designing and producing this bike fully in-house means we're able to bring it to you for a category-bending price. Category-bending price. Der ja, was kostet ein schnelles Mercedes-Pedelec von Riese und Müller? Was kostet das? Achso. Oder von Stromer? Was kostet ein Stromer? Oh, Stromer hat ja wilde Sachen vorgestellt. Hast du die neuen gesehen? Auf der Eurobike. Mit dem Pinion-Getriebe drin und so. Ja, auch mein Ding. Ich kann es dir gerade nicht sagen, aber für 3,5 kriegst du es nicht, sagen wir es mal so. Mal gucken, ob ich da einen Preis sehe. Aber ja, also die sind auf jeden Fall wesentlich teurer. Jetzt so ein, weiß gar nicht, so von Riese und Müller, glaube ich, bis schon 6.000 Euro los, oder? Ich weiß nicht, wenn man mal so ein Charger oder sowas, was wäre denn das? Da hätten wir mal vorher nachgucken müssen, ne? Ja, da mal nicht dran gedacht. Also, weil bei dem Stromer, da kann man ja konfigurieren und so. Wenn ich jetzt ich habe jetzt mal hier ganz schnell über die Google-Suche, habe ich einen Stromer ST5 Sport. Kostet 8.000 Euro. Ah, das ist natürlich auch schon ein Topmodell. Da gibt es ja ST1 und ST2 auch. Genau, und ST3 kostet 6.700. Und uiuiui, ich kann auch 10.169 ausgeben für eins mit ABS. Das haben sie natürlich noch nicht drin, ne? Welches ist das? STS, ST5 ABS oder welches ist das dann? Keine Ahnung, ich habe nach irgendwas geguckt. Das wurde mir nur angeboten. Also, aber Tatsache ist, also diese 3.500 Euro, das sind schon eine Ansage. Also da kriegt man sonst keinen. Und wir sprechen jetzt mal von S-Pedelec. Die wollen ja auch eine Category-Bending oder eine gesetzesverbiegende Kapazität da drin haben. Aber jetzt mal, wenn man es mit einem Speed-Pedelec vergleicht. Wie ist das, Thomas? Die kosten ja auch so viel, weil die halt aufwendiger zuzulassen sind, oder? Naja, das sind ja Kleinkrafträder, die eine Betriebserlaubnis brauchen. Ein Fahrrad braucht es ja nicht. Ja. Aber die brauchen das schon. Du hast ja dann auch die Sache, dass das da eine Ausstattung hat mit Reifen, die dafür zugelassen sind, mit einem Lenker, der für dieses Fahrrad zugelassen sind. Bei einem Sattel weiß ich nicht oder so. Aber also du darfst das Ding nicht ändern. Also das ist wie ein Moped. Ja. Das ist ja dieselbe Klasse. Und diese Zulassungsbestimmungen, die sind natürlich etwas aufwendiger und kosten mehr Geld.
Und dann brauchen sie ja eben auch eine Hupe, dann brauchen sie Blinker und... Brauchen sie Blinker? Nee. Nee. Blinker brauchen sie nicht, Rückspiegel brauchen sie und einen automatisch einklappenden, eine automatisch einklappende Parkstütze. Das brauchen sie. Stimmt, ja. So Sachen. Bisschen okay, also jedenfalls... Zulassung ist ein bisschen, ist schon aufwendiger. Kannst nicht, also geht nicht so einfach wie bei einem normalen Pedelec, ne? Nee. Ich mach mal weiter. Ja. Reservations for the VanMoof-Fee open today. Reservations for the VanMoof-Fee open today. Reserving means you can be the very first to ride when it's ready for the roads. We are first opening reservations via invite. Ich warte schon auf meine E-Mail, aber ist noch keine da. In order to keep up with the demand and shorten delivery times. A select group of our riders and crowdfunders will receive an invitation with a personal reservation code. Once you've reserved... Ich meine, eigentlich müsste ich eins bekommen. Ich habe ja schließlich schon mal ein VanMoof-Rad gekauft. Also ich gehöre ja quasi dazu, ne? Will receive exclusive updates on new features and first-hand news as we complete the VanMoof-Fee. Keep an eye out for your VanMoof-Fee access code via email. Okay. Of course, we'll open a waitlist on VanMoof.com for anyone who can't get their hands on a code just yet. And we'll share new codes periodically. That's for the future of the V. Habe ich vorgespult aus Versehen. As a company, we're immensely excited for the future of the V and for you to ride it wherever you are in the world. We hope you're as excited as us and we look forward to sharing more updates with you very soon. Thank you so much for watching from everyone at VanMoof. And until the next update, we'll see you out there. Also, immerhin 13.319 Aufrufe hat das Video schon. Mhm. Das ist natürlich jetzt kein Vergleich, wenn man es mit irgendwelchen Let's Playern oder so vergleicht. oder Bibi. Und, aber trotzdem. Apple oder Tesla. Ja. Also, ich hab mal nachgefragt, ob es Prototypen zum Testen gibt, aber gibt es noch nicht. Wobei, bei VanMoof. VanMoof, okay. Und dann habe ich auch noch gefragt, wie es mit einem Gepäckkonzept aussieht, weil Pendler brauchen ja Gepäckträger, ne? Oder überhaupt Leute brauchen Gepäckträger. Ja. Und da wurde mir geantwortet, mit dem VanMoof V ist es unser Ziel, einen ernstzunehmenden Autoersatz für den Stadtalltag zu kreieren und komfortables Pendeln auf langen Strecken zu ermöglichen. Innovationen, die die Fahrerfahrung angenehm und reibungslos machen, ist fest in der VanMoof DNA verankert. Es ist also zu erwarten, dass alle Aspekte berücksichtigt werden, um dies zu erzielen. Okay, also es wird Gepäckkonzepte geben. Ja, weil noch, das ist eben das auch, was ich vorhin mit studentisch gemeint habe, dass da vielleicht eine, ja, für manche hübsche Optik ist, aber es kann noch nichts. Ja. Da kannst du weder vorne noch hinten, du hast auch, ja, eine schicke Rückleuchte wieder mal im Sitzrohr integriert. Sobald du hinten Gepäck drauf hast, dann siehst du nichts mehr und solche Sachen. Also ja. Da ist noch viel Luft gerade. Und dann ist halt, also hast du eigentlich mein Interview mit dem Burkhard Storck dir angehört? Nee, leider bin ich noch nicht dazugekommen. Also, der Burkhard Storck, sag noch mal kurz, wer das ist für die Höris. Ja, das die ist noch der nicht gehört haben, so wie ich. Ja, das ist der Geschäftsführer des ZEV, des Zweirad-Industrieverbands. Und zwar der in Anführungsstrichen immer neue Geschäftsführer. Der ist seit April dabei und
war vorher, ich weiß nicht wie viele Jahre, ADFC-Geschäftsführer und hat den ADFC vom Rentner-Radtouren-Verein zum modernen Fahrrad-Lobby-Verein gedreht. Sage ich jetzt mal so. Oder? Was meinst du? Also weg von den Warnwesten. Ja, er hat ihn also auch verjüngt, also aktivere. Ich meine, das war früher mal so und dann zwischendurch haben die sich aber irgendwie recht viel gefühlt auf so Radtouren und sowas versetzt. Und die sind dann aber in den letzten Jahren eben, und da hat also Burkhard Storck auf jeden Fall ein Wort mitzureden oder mit Anteil gehabt, sind sie aktiver geworden. Und ich glaube, unter seiner Führung haben sie sich auch also es gab wohl im ADFC einige Fraktionen, die dieses, wie nennt sich das, Vehicular Cycling befürwortet haben, also die Fahrräder auf die Straße bringen wollten. Mhm. Und dann haben sie sich aber wohl darauf festgelegt, dass sie für Fahrradinfrastruktur mit Radwegen und sowas sind. Mhm. Ja, ich erinnere mich. So, pass auf. Und ich hab den Burkhard Storck gefragt, wie es aussieht, also weil der ZIV, Industrieverband, klar, die kümmern sich jetzt erstmal darum, dass zum Beispiel Zölle passen und sowas, ne, oder sowas und das. Aber arbeiten natürlich auch verstärkt darauf hin, eben, dass das Gesetzesumgebungen auch passen, weil letztendlich sind sie ja daran interessiert, Fahrzeuge zu verkaufen. Und arbeiten da auch sehr viel mit der EU zusammen. Und dann habe ich gemeint, wie es denn aussieht, ob dann Pedelecs vielleicht, also Tempo 30 zum Beispiel für Pedelecs eine Möglichkeit wäre, ob er das sieht in der Zukunft. Und ich sage euch einfach mal, hört euch das Interview an, weil, also, er hat gesagt, er warnt davor. Also er sieht, das ist ganz gefährlich, sich sowas zu wünschen, weil das könnte den Tod des Pedelecs bedeuten. Zusammengefasst, das Pedelec, das gibt's. Das darauf wurde sich mal festgelegt, 25 Stundenkilometer, Unterstützung bis 25 Stundenkilometer, 250 Watt Dauerunterstützung. Und das, also es sind quasi so minimale, also so Vorgaben, die dafür gesorgt haben, dass dieses E-Bike überall europaweit ein Erfolg geworden ist. Ja, ja. Und wenn man jetzt darauf drängt, wie es manche tun, eine neue Gesetzgebung für solche Arten von Fahrzeuge zu finden, dann kann es passieren, Anfang des Jahres ist es beinahe passiert, also es gab Bestrebungen, diese sogenannte Maschinenrichtlinie, unter der die ja laufen momentan, oder? Mhm, ja. Also kann jeder mal googeln, Maschinenrichtlinie, quasi nicht mehr für Pedelecs geltend zu machen. Und das könnte, wenn es schlecht läuft, dafür sorgen, dass du für ein Pedelec ein Nummernschild brauchst, einen Führerschein, einen Helm aufsetzen musst und die Dinge aufwendig, ja, wie ein S-Pedelec zum Beispiel, mit Betriebserlaubnis, ja, Betriebserlaubnis versehen werden müssen. Und das würde, das also würde es wäre dann, es wäre dann, jetzt ist ja ein Pedelec ein Fahrrad. Ja. Und es wäre dann kein Fahrrad mehr.
Genau. Mit und allen Nachteilen, ja. Ja, und er meint halt, dass es viel wichtiger wäre, also in Paris zum Beispiel geht es ja auch, dass es viel wichtiger wäre, eben die Infrastruktur und zum Beispiel auch Ampelschaltungen so anzupassen, dass man mit einem Fahrrad, / E-Bike, Pedelec ordentlich durch die Stadt durchkommt. Und dann kann man auch langsamer fahren und ist trotzdem schneller unterwegs als die anderen. Also es ist natürlich ist es schön, wenn man irgendwie mal schnell fahren kann, das macht Spaß, aber es ist für ein, um das, hörst du mich noch eigentlich? Ja. Okay. Das ist natürlich, sagt er auch, natürlich ist es toll, wenn man irgendwie sportlich fahren will und kann dann, also für einzelne Anwendungen ist es natürlich nett, wenn man schnell fahren kann, aber wenn man daran interessiert ist, viele Menschen auf solche Fahrzeuge zu bringen, dann kann das durchaus kontraproduktiv auch sein. Mhm. Ich habe jetzt da auch noch keine feste Meinung. Auf jeden Fall muss man das beachten und muss auch immer gucken, wer hinter solchen Wünschen steckt. Und in anderen Ländern, wo es andere Tempolimits gibt zum Beispiel, ist ja okay. Da passt natürlich dann das System auch, dass du ein Fahrzeug anpassen kannst, sagst. Das haben die ja von Van Moof auch schon, ne? Kannst ja umstellen. Wenn du in den USA eins kaufst, dann fährt es 32 Stundenkilometer, beziehungsweise unterstützt dich bis 32 Stundenkilometer. Ja, in der Schweiz ja auch. Ja? In der Schweiz, also es sind keine 25. Okay, also jedenfalls, was noch dazu kommt, wenn in Städten, gut, wenn man jetzt so Megacities, also Metropolen sieht, ne, allein von in Berlin, wenn du von einer Seite der Stadt zur anderen willst, auf einem Fahrzeug, okay, da wünscht man sich natürlich schon andere Geschwindigkeiten. Ist aber auch die Frage, wie oft man das machen will und ob man dann tatsächlich mit so einem Fahrzeug fahren will. Also, das ist spannend und da kann man noch... Also ich werde mich da noch mehr mit beschäftigen auch. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Jedenfalls, ich fand es interessant, dass er gesagt hat, dass es gar nicht, also dass diese 30, wenn man meint, das wäre, also es wäre vielleicht fühlt sich vielleicht für mich persönlich besser an, aber für die Gemeinschaft ist es besser, wenn man erstmal das so lässt. Es ist eine neue, also es gibt Personal Mobility Device oder sowas, wird in der EU auch momentan, also es wird an einer Änderung gearbeitet. Und da werden die sich auch mit beschäftigen oder mit einschalten. Nee, das also ist wichtig, natürlich schon. Wichtig also ist, dass man das extra hält, dass man, also würde ich jetzt mal sagen, dass also dieses Moped, das Van Mofa quasi, ne? Ja. Van Moped. Das ist ein Moped und ich meine, da können wir sich dann auch wieder angucken. Naja, also sie wollen halt Leute vom Auto zum Umsteigen gewinnen, aber da gibt es viel mehr Faktoren, die da wichtig sind und nicht nur, dass du so schnell fahren kannst. Also das ist nicht so einfach. Also dieses Funmove V, okay, das können sie machen, aber ich hoffe, dass sie ihre S-Modelle oder X-Modelle nicht vernachlässigen. Weil die sind viel wichtiger, finde ich. Ja, also diese Sache, was du von dem Burkhard Storck gesagt hast, ich bin ja auch schnell dabei und sage, Pedelec zu langsam, möchte es lieber mit 30 haben. Ich möchte es deswegen haben, dass es 30 fährt, damit es zum Autoverkehr besser passt. Der, wenn wir Glück haben, vielleicht auch mal 30 fährt oder langsamer.
Aber wenn, aber 25 ist eine okay Geschwindigkeit und wenn ich schneller fahren will, dann rolle ich den Berg runter. Und, aber es ist schön, wenn ich mit 25 einen Berg hochfahren kann. Ja. Also dieser Flow, den du ja trotzdem hast, auch wenn es nur 25 sind. Berg runter bremst sich ja nicht. Also möglicherweise, wenn du einen Nabenmotor hast, dann kannst du es mit Geofencing machen. Das, oder wie es bei den Rollern ist, bei den Motorrollern, die du leihst, die fahren nicht schneller, auch den Berg runter nicht. Die sind gebremst. Das geht. Das, beim Mittelmotor geht es nicht. Also wie auch immer. Da bin ich dann schnell dabei. Andererseits, wenn halt mal eine übergreifende Verkehrsplanung passiert, dann sehe ich auch nicht, warum der mit 62 fahren sollte durch die Stadt, damit ich schneller von A nach B komme. Weil wo soll ich das fahren und warum? Also es geht ja auch, man sieht es ja auch, die Autos kommen ja auch an, weil die können ja auch kaum schneller fahren. Ja. Und lieber gucke ich doch auf einen schönen Verkehrsfluss, weil es ist trotzdem nicht ungefährlich, wenn es sich mit dem Ding zerlegt mit 62. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin mir auch nicht sicher, dass, also du musst schon, also wenn man, ich habe vor ein paar Jahren mal einen Beitrag über, wie war denn das, über eine Frau, eine Kölnerin, die mit einem S-Pedelec, die sich ein S-Pedelec angeschafft hat zum Pendeln, also und die damit pendelt, weil sie halt immer von Köln, in dem Fall nach Leverkusen war, das waren irgendwie 30 Kilometer und es war ja einfach zu anstrengend, da immer mit dem normalen Rad zu fahren und mit dem Pedelec, da war ja die Unterstützung einfach zu wenig. Ja, andererseits hatte sie das Problem, dass sie eigentlich auf bestimmten Stellen halt auf der Straße hätte fahren müssen, wo es aber lebensgefährlich war und nicht auf dem Radweg, wo die anderen gefahren sind. Und Spoiler, sie ist natürlich auf dem Radweg gefahren. Ne? also es ist, was sagen wir? Nicht, wir müssen es mal abschließen mit dem Fun. Genau. Ja. Wir haben ja schon mal, wir sind ja schon gemaßregelt worden, manchmal ja von wegen hier, seid ihr Van Moof Radio, wir hören diesen Namen so oft. Echt? Ja, gab's schon. Aha. Aber, ich meine, hilft ja nichts. Nee. Weil sie machen Sachen, die interessant sind und jetzt eben auch ein bisschen polarisieren dann und sie haben auch, Sie haben auch was in Gang getreten, was man vielleicht auch nicht unbedingt super findet. Also jetzt irgendwelche, also diese B2C, also quasi ohne Händler ein Rad zu kaufen. Und okay, das hat Canyon natürlich auch gemacht, aber diese dann wirklich über den Preis und über Features, die man so noch nicht kannte. Die, ja. Auch wenn das, ja, da Sachen zu machen, die jetzt auch kopiert werden mannigfach. Guck sie an, die Cowboys und die Sushi-Bikes und alles, ja. Ja, und das sind halt, also das spricht halt auch andere Leute an, ne? Ja. Und die hoffentlich, und das ist also für die das ein neues Statussymbol wird oder die gerne damit gesehen werden. Und klar, also du konntest früher auch schon mit einem schicken Fahrrad dich sehen lassen, aber da musstest du dann meinetwegen 10.000 Euro ausgeben oder so. Mhm. Und jetzt geht's halt für weniger, ne? Und du hast manche nennen es Schnickschnack, aber du hast coole Funktionen drin, die tatsächlich, über die sich Leute unterhalten, während du daneben stehst. Du wirst gefragt, wow, was ist denn das für ein Rad und so, sowas in der Art. Und das gefällt natürlich Leuten, auch Jüngeren. Ja, ne? Ja. Also mir ist es recht, dass es Firmen wie Van Moof gibt,
die auch trommeln, die jetzt uns dazu bringen, sich eine Stunde darüber zu unterhalten. Und wir schalten aber auch gleich zu Radio Specialized um, oder? Ich weiß nicht, wie lange sind wir jetzt dabei? Hast du mitgeschaut? Eine Stunde. Weil wenn, dann macht man tatsächlich... Pass auf, wir lassen das Radio Specialized, weil das ist, wir sind heute, wir machen heute Startup versus Konzern. Machen wir, ist das dann Specialized oder die echte Breaking News? Nee, wir gehen dann jetzt tatsächlich zu den nächsten Breaking News dann, oder? Ja, dann machen wir das so. Nur kurz, weil da gibt es inhaltlich auch nicht so viel zu sagen, dass sich gerade der größte Fahrradkonzern der Welt gebildet hat. Ist das so? Ja. Die Pon-Gruppe, die schon seit... Die kommt aus Holland, aus den Niederlanden, die schon seit ein paar Jahren tüchtig sich von ihrem, sich ein zusätzliches Standbein schafft. Pon, wissen vielleicht einige, ist der VW-Vertrieb in Holland, also und der Erfinder des VW-Bus, das war der Herr Pon. Und die Geschichte könnt ihr nachgoogeln, die ist schön und wohl auch wahr. Ja. Auf jeden Fall haben die vor einigen Jahren angefangen, sich zu verbreitern Richtung Fahrrad, haben Traditionsmarken wie Gazelle gekauft und Badafuss und in Holland. Und dann haben sie in Deutschland eingekauft, haben Derby Cycle, Calco, Focus, haben in den USA eingekauft, mit Cervelo erst und Santa Cruz. Dann sind sie jetzt eingestiegen vor 2 Jahren bei Urban Aero. Also glaub schon, ja. Haben die Cargo Bikes. Der Vorteil für Urban Aero zum Beispiel, sie haben endlich Geld und können auch liefern, also können in ihre Produkte investieren. Also und sie lassen auch den Marken, ihren Kern, habe ich den Eindruck, nutzen wahrscheinlich schon Synergien auch, aber die Marken existieren weiterhin und auch nebeneinander. Ich meine, okay, der VW-Konzern hat auch 10 Marken. Und jetzt ich, ist es so. Das wollte ich dann noch als Vergleich bringen, aber erzähl erst mal weiter. Und jetzt gestern oder vorgestern, weiß ich nicht, haben sie... 11. Oktober, gestern. Dorrel Sports übernommen. Dorrel Sports ist die Fahrradsparte des Dorrel-Konzerns. Oder Dorrel, wie auch immer, es ist ein kanadischer Konzern. Dieser Konzern, der macht Möbel, der macht dann Kindersicherheit, also Maxi-Cosi zum Beispiel. Kennen vielleicht Leute, die Kinder haben oder schon mal über einen gestolpert sind, der im halbdunklen Treppenhaus rumstand. Hoffentlich ohne Kind, aber also solche Sachen. Und McLaren gehört, glaube ich, auch zu denen. Also diese Kinder, Kinderwägen. Also, und auf jeden Fall ein Teil der Dorrel-Gruppe ist eben Dorrel Sports, die es auch noch nicht so lang gibt. Also wie lange ist es her? Vielleicht 15 Jahre oder so? Nee. Na doch, könnte 15 Jahre ungefähr her sein. Als Cannondale pleite ging, weil Cannondale, manche erinnern sich vielleicht noch, hat auch mal Motorräder gebaut, beziehungsweise Quads,
mit eigenen Motoren und allem drum und dran, hat sich finanziell massiv übernommen, ist dann Konkurs gegangen und die sind damals dann von Dorrel Sports gekauft worden, weil die in Fahrräder investieren wollten. Die haben dann auch noch GT gekauft, eine klassische Mountainbike-Marke bzw. Fahrradmarke. GT, Mongoose und Schwinn, also Schwinn, die Ur-Fahrradmarke in den USA eigentlich. Das gehört alles zu Dorrel Sports, noch ein bisschen kleinere, wie heißen die anderen, die Engländer, wo du mal eines hattest. Irgendwas mit C. Diese Fixies. Ja, ja, die gehören auch dazu. Ja, zumindest über ein paar Ecken gehören die dazu. Mhm. Ist aber egal, also Hauptmarken, die also bekannt, die bekannten, Traffic, kann das sein? Nee, ach so, Traffic ist, oder Fabric nee. War doch so eine Cannondale Untermarke und meins war irgendwie. Wie heißen denn die wieder? Die hatten so ein hübsches Karussell immer aufgebaut und so auf der Eurobike. Und ich hab's vergessen. Cannondale Schwinn, Caloi ist eine brasilianische Marke. Ja, die sind da wohl Marktführer, also in Brasilien. Ja. Genau, Caloi, Mongoose und GT. Ach so, hier, da steht es, Charge sind Charge, die englischen Charge, Räder. Genau, ja. Und das haben die jetzt für, tja, du hast gesagt, deutlich günstiger als Instagram. Also für 810 Millionen US-Dollar haben die jetzt diese Sparte verkauft. Das, ich glaube, dass das der Pon-Gruppe nicht ganz schwer fällt. Ich meine, für mich immer noch unvorstellbar viel Geld, sowas. Aber so ein Laden wie Pon, kann sie, ihr könnt ja mal recherchieren, die machen wirklich viel. Also die machen Autos und ich glaube, die machen auch Schiffe oder sonst was. Keine Ahnung. Also, hier stehe ich, guck mal, hier, das wissen jetzt andere wahrscheinlich besser, aber hier steht, dass sie, die Bike Group 1,5 Milliarden Umsatz hat. Mittlerweile. Ich nehme an, dass das im Jahr ist. Davon gehe ich aus, ja. Das ist schon was und da kann man dann durchaus 810 Millionen, also klar, das ist Umsatz, aber da kann man dann schon mal dran denken, sich zu verbreitern. Wollten die nicht auch Excel, also diese andere niederländische Gruppe, übernehmen? Da war was, ja. Die wollten die Excel-Gruppe zu der Minora, Highbike und es gehört noch so alles dazu. Ghost, Babu, ja, solche Sachen gehören dazu. Die wollten sie übernehmen, das stimmt. Aber es hat nicht geklappt. Na ja, gut, dann nehmen sie halt Dorrel. Genau, also das war, ging wohl recht überraschend. Also viele für viele Beobachter ging das recht schnell. Also jetzt bin ich auch nicht der Hyper-Insider, aber Gerüchte habe ich nicht gehört. Aber also klar war, dass sie auf einkaufen wollten. Ja. Jetzt beschäftigen wir uns auch nicht die ganze Zeit damit, aber ist der Fahrradmarkt ist ja immer noch relativ, wie nennt sich das, heterogen. Kleinteilig, gibt ja immer noch viele kleine Marken, ne? Ja, ja. Und was war denn bisher der größte Fahrradkonzern? Hersteller der Welt. Es waren schon, ich weiß nicht, ob. Also an sich waren schon die beiden, die Excel-Gruppe und die Pon-Gruppe. Es gibt ja dann auch noch Cyclerop, wo diverse Firmen dazugehören. Ich kann es nicht sagen. Und jetzt bei den Indischen zum Beispiel, bei irgendeiner Hero-Gruppe oder sowas, da weiß ich es nicht. Die machen möglicherweise Wahnsinnsstückzahlen, aber halt einen Haufen Schrott. Also da ist halt nicht so viel Umsatz dahinter, weil die machen ja schon sehr viele hochwertige Räder. Und 70% E-Bike steht, glaube ich, in deiner Liste drin. Ja. Da ist natürlich mehr Geld verdient als mit irgendwelchen
70 Euro Kinderrädern. Ja, wobei Hero jetzt als Beispiel, die wollten ja auch schon in Deutschland mal einsteigen, als die, welche waren denn das, die in... Oh, das ist aber lange her. Egal, also jedenfalls die, die stellen ja zum Beispiel sehr viele Roller her, also auch elektrische Roller mittlerweile. Und dann gibt es noch Giant, zum Beispiel so als Hersteller, die ja eigene Werke haben. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das mit Pon? Haben die eigene Werke oder lassen die alles in Fernost bauen? Also klar, die haben hier die haben Montagewerke, ne? Die haben Montage, aber sonst, also der Rahmenbau ist wie bei allen anderen auch. Weil davon aus irgendwo in Asien. Aber jetzt zum Beispiel, oder Trek. Vielleicht. Trek ist, glaube ich, auch relativ groß, oder? Liebe Hörer, ihr könnt ja mal, wenn ihr einen Vergleich habt über die Größe der Fahrradhersteller, Könnt ihr uns ruhig mal einen Link schicken oder uns aufklären, bevor wir hier im Trüben stochern? Ja, auf jeden Fall, die Pon-Gruppe, die ist ja auch bei Swapfeeds mit drin. Ja. Insofern, die engagieren sich in Märkte, die größer werden. Und natürlich ist an Autos mehr verdient, aber also pro Stück. Aber die, wenn man mehr Stück verkauft, dann passt es ja auch. Also einfach ein breiteres Angebot. Du meinst jetzt für Pon, weil die normal nur, die sind ja quasi Vertrieb, die verkaufen ja nur, ne? Die stellen ja nicht her. Aber jetzt in der Fahrradbranche, dann haben sie zum Beispiel auch noch so Leasing-Angebote. Also die decken ein breites Angebot ab, ne? Und haben, also ich meine Swapfeeds, ich weiß nicht, wie viele Räder mit blauen Reifen in Stuttgart rumfahren. Aber also hier in Köln sind es viele. Ich habe neulich in Stuttgart das erste elektrische Swapfeeds gesehen. Aha. Ach, das ist nicht so schlecht, das Ding. Ja. Also nicht das ganz Neue, sondern das mit Intube-Akku, das ganz Neue gefällt mir fast ein bisschen besser noch, das ganz Billige. Ja, mir auch, ja. Das ist ein schönes Rad. Und aber, ja, also, wie gesagt, also die werden jetzt gerade... Die werden hier viel von Lieferando, Gorillas und so eingesetzt auch, ne? Mhm. Die haben auch, habe ich glaube ich schon erzählt, die haben ja eine extra Version. Also wenn du bei Swapfeeds auf die Seite gehst, dann kannst du eine extra Commercial-Version leihen vom E-Bike, die sich hauptsächlich darin unterscheidet, glaube ich, dass du einfach mehr Kilometer damit fahren, also oder anders, die warten ja die Räder, ne? Und ja. wenn du mehr als 1000 Kilometer im Monat fährst, dann hast du quasi eine Commercial-Version, so ungefähr. Außer du weißt nach, dass du engagierter Hobbyrater bist. Ja, gut, bei VW. Wie viele Marken hat der VW-Konzern? 10. Von Seat bis Bugatti, wobei Bugatti jetzt irgendwie... Dreibildi kaufen, aber ja, ja. Irgendwie... Ja. Aber jetzt mal so, und was gehört noch dazu? Also Rolls-Royce zum Beispiel, nee. Also die... Das soll es nicht, das gehört ja zu BMW. Bentley gehört Ach, dazu. BMW, ah, Bentley ist es dann. Naja, Skoda also, und ja, egal.
Ja, aber die nutzen dann, die machen, also die sind eigenständig, aber haben halt schon wahrscheinlich dadurch, dass sie zum Konzern gehören, Vorteile, meinetwegen im Einkauf oder. Natürlich, klar, die werden ja auch. Oder dann haben sie Wagen produziert mit Porsche Cayenne in Bratislava neben einem Skoda produziert. Ja. Naja, und das kann natürlich dann bei Pon genauso sein. Ja, ne? Dann, wenn haben die Werke in Portugal zum Beispiel auch schon? Eigene Werke haben die meines Wissens nicht, aber es ist schon jetzt so, dass irgendein Cervelo oder Santa Cruz in Kloppenburg produziert wird bei Derbycycle. Ah ja. Das, wenn die Triathleten also, wüssten. Ja, also es kommt natürlich auch auf die Modelle an, aber also nicht alle, aber zum Teil, klar, die werden da montiert. Okay. Wäre ja auch blöd. Ja. Also sagen wir mal so, für meinst du, das ist eine gute Entwicklung? Schwer zu sagen. Also für die jetzt technisch und für die Qualität ist es gut. Weil solche großen Konzerne mit großen Stückzahlen auch darauf achten, dass sie die nehmen nicht so viel Gefahren auf sich, sagen wir es mal so. Irgendwie ja, mindere Qualität zu verkaufen oder ungetestet. Also man kann sich sicher sein, dass wenn man von diesen Marken, also aus Verbrauchersicht, wenn du von diesen Marken ein E-Bike kaufst oder ein Fahrrad kaufst, dann kannst du dir eigentlich sicher sein, dass das Ding für den Zweck, für den es vorgesehen ist und auch ein bisschen darüber hinaus hält. Du einen Service bekommst, du Ersatzteile bekommst und einen leidlich fairen Preis bezahlst. Würde ich mal sagen. Mhm. Und auch mit dem ganzen Ding auch einen Wiederverkaufswert hast. Wenn du was Spezielleres haben willst, dann hast du ein bisschen mehr Risiko. Dafür bist du natürlich schon dann ein bisschen Richtung Mainstream. Wobei ein Cervelo immer noch, also, oder ja, wenn man es plump mit der Autoindustrie vergleicht, Bugatti gehört zwar zum VW-Konzern, aber ist trotzdem ein elitäres Auto immer noch. Obwohl er vielleicht dieselbe Sitzheizung hat wie der Golf, man weiß es nicht. Also, nee, ja, aber es sind ja teilweise dann auch Knöpfe, werden sich vielleicht mal wiederfinden oder irgendwelche Hebelchen. Mhm. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht dass manche Marken das auch gebrauchen können. Wir kennen ja die Marke GT schon aus BMX-Zeiten zum Beispiel. Ja. Und ich weiß nicht, wo die momentan eingeordnet ist. Zum die dümpelt Beispiel. So ein bisschen vor sich hin. Ja. Ja. Also es kann sein, dass die wieder auspacken und was Richtiges draus machen. Weil aber es kann ja durchaus sein, dass sie sie zumachen. Ja, kann auch sein. Aber letztendlich, wenn es, die haben halt dann zum Beispiel über bestimmte Marken, haben sie halt dann Händlernetze, auf die sie quasi zusätzlich bekommen. Und ja. Bestimmte Werte, die mit denen verbunden werden. Ich weiß nicht, ob Schwinn noch irgendeinen Stand hat, aber man kann vielleicht drauf aufbauen, aber auf jeden Fall, es gibt teilweise halt
Was haben wir noch? Was ist noch dabei? Schweden? Mongoose, ja. Ja, das ist alles eher so, das ist eher so im sportlichen Bereich. Ne? Die einzigen, die, die in den letzten Jahren Richtung Stadt gegangen sind, relativ stark auch, das sind Cannondale. Ne? Cannondale hat jetzt gerade in den letzten 2 Jahren sich irgendwie ein bisschen, oder 3 Jahren, ein bisschen berappelt von langweilig zu innovativer wieder ein bisschen. Also diese aber nicht zwingend im Sportbereich, sondern richtig urban. Ja, genau. Also gerade mit diesem Movano, ich glaube Movano Neo oder wie es heißt. Ja. Und auch was die Marketingaktivitäten angeht, da haben sie sich ganz schön was überlegt mit ihren großen Plakaten an den Straßen und so. Ja, die gehen tatsächlich zu Leuten, die nicht Fahrrad fahren, ne? Mhm. Also die wollen nicht quasi N+1 verkaufen, sondern die Nummer 1. Also, und von daher bin ich mal gespannt. Also man merkt ja nicht so richtig viel davon, also welche Marken jetzt dazu gehören. Das kann einem ja auch ziemlich egal sein eigentlich. Wichtig ist eben, wie du sagst, dass die Qualität stimmt und dass man sich, dass man Leute hat, an die man sich wenden kann. Ja. Die sind aber trotzdem klassische Händlermarken, also wo du zu einem Händler gehst und so ein Hof, da hast du halt keinen Händler, du hast ein anderes System, du musst dann gucken, wie du da rankommst, ob da jetzt, oder bei Swapfeeds, da gibt es ja Läden, aber es gibt da auch jetzt zum Beispiel in Stuttgart, gibt es keinen Laden, aber da kommt dann jemand zu dir und macht einen Service. Solche Sachen muss man sich halt dann drauf einlassen. Ja, aber das machen die auch. Also so, ich weiß gar nicht, PON hat, glaube ich, auch so ein Service-Unternehmen irgendwie im Programm, also die mit Reparatur, die mit Lastern rumfahren oder Sprintern und Fahrräder reparieren. Also letztendlich werden sie auch alles machen irgendwann. Ja. Und auf die Bedürfnisse der Leute eingehen, die halt unter Umständen anders sind als die von den klassischen Fahrradkäufis. Ja. Na? Mhm. Okay. Das war die zweite große Neuigkeit. Bom, 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 bom. Ja, also für die Fahrradindustrie auf jeden Fall höchst spannende Neuigkeit. Und müssen wir mal sehen, wie es da weitergeht. Ja. Pass auf, die zwei anderen Sachen, die wir noch besprechen wollten, die müssen wir ein andermal machen. Aber wir können es vielleicht, ich reiße es mal kurz an. Specialized hat nämlich heute auch noch ein neues Fahrrad vorgestellt. Die sind ziemlich aktiv in letzter Zeit. Letzte Woche haben sie, glaube ich, ein super leichtes Gravelrad vorgestellt. Das Crux, das nichts wiegt. Aber auch deshalb, weil es überhaupt keine Anbauteile hat. Es hat nicht mal Ösen für Schutzbleche und sowas. Ist aus Carbon. Und jetzt haben sie den Stumpjumper Evo Alloy vorgestellt. Mhm. Also Stumpjumper Evo, also so ein Trailrad Richtung Enduro, hat 160 mm Federweg. Ich gehe gar nicht mal so tief drauf ein. Jedenfalls ist es so, dass das Rad gibt schon aus Carbon, ist aber ziemlich teuer und hat schon coole Sachen drin, zum Beispiel dieses SWAT-System, die haben so ein Loch im Staufach im Rahmen drin. Mhm. Und jetzt haben sie
wohl ziemlich aufwendig, also sie geben kräftig an mit dem Rad. Das ist quasi der fortschrittlichste Aluminiumrahmen, den sie je entwickelt haben, schreiben sie. Mhm. Und die haben quasi das Carbonrad aus Aluminium nachgebaut, inklusive allem, was dieses Carbonrad konnte, inklusive der Form und aufwendig mit Hydroform gearbeitet und haben auch dieses SWOT-Fach im Rahmen eingebaut, riesengroß, also kann man irgendwie eine 0,7 Trinkblase reinstecken, glaube ich, wenn man will, oder ganz viel Werkzeug, mhm. Und das ist schon cool. Kostet ungefähr zwischen 1.000 und 1.500 Euro weniger als die Carbon-Varianten. Ich habe mal ein paar verglichen, kann man auf der Website machen. Und von daher, also wer nicht unbedingt Carbon haben will, gibt ja Leute, die haben was gegen Carbon, weil sie sagen, schlecht für die Umwelt und so. Aber im Vergleich zu einem, wenn man jetzt gut zur Umwelt sein will und sich dann ein dickes E-Auto kauft, dann ist man, glaube ich, mit einem Carbonrad noch besser bedient. Aber sei es drum, also Aluminium kann man auf jeden Fall... Genau, da ist die Carbon-Applikation von deinem Dashboard größer als das ganze Fahrrad. Ja, also sagen wir mal, aber trotzdem, also man muss es jetzt auch nicht schlecht reden, wenn da so ein Aluminiumrahmen, der lässt sich halt auf jeden Fall recyceln, ne? Ja. Und außerdem sehen die ziemlich cool aus. Also eine Version, die ist so transparent lackiert mit Gold und die andere in so einem, weiß nicht, so ein Brombeerrot oder so, gefällt mir gut. Mhm. Und die haben ja tolle Preise, ne? Eines kostet 4.000 Euro und das andere 6.000. Also quasi 6.000,00. Nix hier, 9,99 oder so, ne? Keine, wie heißen die? Ach, vergessen, wie die Preise heißen, die am Rand der sich befinden. Das ist heute noch vorgestellt worden. Und was war noch was Neues? Ach so, der RockShox Flight Attendant. Da sind wir wieder. Da muss man aber ein andermal drauf eingehen, beziehungsweise da gebe ich euch einfach mal den Tipp, guckt mal bei Pinkbike zum Beispiel nach oder bei Bike Radar, die haben ausführliche Berichte über das, also wer sportlich interessiert ist, Mountainbike, für die ist das auf jeden Fall eine Sache, quasi ein Federungssystem, dass die vergessen. Das sich automatisch während der Fahrt einstellt. Wenn es einen Berg hoch geht, wird es fester. Wenn du runterfährst, wird es weich. So in der Art. Hat den tollen Namen Flight Attendant. Das finde ich eigentlich am besten. Flugbegleiter. Immer dabei. Ja. Thomas, hast du eigentlich mein Video Test gesehen von den Chrome-Taschen? Ah ja, ich habe dir doch zurückgeschrieben, dass ich die haben will. Ach, stimmt. Ah ja, okay, alles klar. Ich war ganz begeistert. Ich war mit offenem Mund davor gesessen. Ehrlich? Naja, aber ich mochte es. Ja, fand ich gut. Und ich fand auch die Tasche toll. Also finde sie immer noch toll. Ja. Ich bin ja der schlechteste Tester und kann mich ganz schwer an Termine halten und so. Und die hatte ich tatsächlich, glaube ich, seit einem Jahr oder so habe ich die, aber habe sie auch. Also guckt euch mal das, wenn es euch interessiert, das Video bei YouTube an, weil ich mir überlegt habe, das ist ja ein Format, was man vielleicht auch öfter mal machen kann. Ne? Also das hat mich relativ wenig Aufwand gekostet, obwohl ich hatte die ein Jahr lang, aber ich wollte ein aufwendigeres Video machen mit irgendwie Außenaufnahmen und so. Ne? Und das ist aber alles nichts geworden. Und dann habe ich mich einfach irgendwann an den Schreibtisch gesetzt und habe über die Tasche was erzählt.
Na gut, aber für das, also das sind Sachen, die, bis wir dann über die neuen Sachen sprechen, können sich unsere Höris da ein bisschen umtun noch. Ja, genau. Weil schaut euch das mal an. Für heute sind wir durch, ne? Für heute sind wir durch, ja. Müssen wir noch eine Abspannmusik machen? Oh, machen wir noch, oder? Unbedingt. Okay, da muss ich wieder laut machen. Okay, dann haben wir, wie lange haben wir das jetzt gemacht? Ja, 1,5 Stunden, das geht schon. Könnt ihr euch auf 1,5 Geschwindigkeit anhören, dann seid ihr bei 1 Stunde dabei. Das sage ich jetzt am Schluss, ne? Okay, dann war's es mit dem Fahrradio für heute. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Und wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.